Hallo und herzlich willkommen bei ZIP dabei. Das da sind alles Kinderbuch-Neuerscheinungen, die innerhalb von letzten Jahr erschienen sind. Da im Walterhaus bei den Bücherwelten können sich die Kinder die Bücher anschauen und einmal einlesen. Wir sind heute aber nicht da, um die Bücher zu lesen, sondern um sie ins Vorlesen zu lassen. Da ist aber noch niemand da. Schau es aus, als wärst du die Hausmeisterin da. Hola. Hi. Ich schätze, Sie sind ja die Hausmeisterin und bereiten alles für die Lesung vor, oder? Nein, ich bin die Autorin. Ah, okay. Dann ist das Ihr Buch, was Sie da genau. Jetzt gleich vorlesen werden. Du bereitest Sie da jetzt praktisch die Bilder vor, oder? Ja, genau. Ich hab die mitgebracht. Hier digital. Das ist eine Innenillustration. Und hier sehen wir das Cover nebenan die Wildnis. Und damit starten wir jetzt gleich, wenn gleich die Kinder kommen. Das ist ein Buch für Grundschulkinder, so 1. bis 3. Klasse ungefähr gedacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es so ist, so ein Buch aus nichts zu schreiben. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen überhaupt für das Buch? Also bei der Wildnis, da war es so, wir lebten damals in Dresden. Das ist ja eine recht große Stadt in Ostdeutschland, in einem Altstadthaus. Und da gab es tatsächlich große Grundstücke drumherum, die nicht nur Gärten waren, sondern da gab es auch das eine oder andere, das wie eine Wildnis uns vorkam. Und meine beiden Kinder damals, die noch recht klein waren, 3 und 6 Jahre alt, sind regelmäßig abgezischt in diese Wildnis. Und ab und zu bin ich dann mal hinterher, um sie wieder einzufangen. Und das hat mich aber auf die Idee gebracht für dieses Buch. Ich denke, wir müssen jetzt aber Schluss machen, weil ich höre schon die Kinder, die jetzt gleich zur Lesung kommen. Hallo. Wie heißt du? Fragt sie. Mathis, sagt Mathis und steht auf. Und du? Majella lässt sich von der Mauer fallen zu Mathis ins Gras. Weißt du was? Ich koche uns was, sagt Majella und holt eine kleine Schüssel aus dem Sandkasten. Sie zupft ein paar Blättchen von einem Busch, legt sie in die Schüssel, dazu Grashalme und etwas Sand. Dann lässt sie aus einem Hahn am Haus Wasser hineinlaufen und verrührt alles. Majella hält Mathis die Schüssel vors Gesicht. Babykram, murmelt Mathis. Alles austrinken, sagt Majella. Und Mathis zuckt zurück. Du musst das trinken, sagt Majella streng. Wenn du mein Freund sein willst, musst du das trinken. Du willst doch mein Freund sein. Das ist jetzt schwierig für Mathis. Ja? Ich hab euch erzählt, er ist alleine, ihm ist langweilig, da ist plötzlich dieses Mädchen, das er ja auch irgendwie spannend findet. Und jetzt sagt dieses Mädchen, trink das aus. Gras, Sand, Wasser. Bäh. Was würdet ihr machen? Ich würde es nehmen und dann einfach wegschütten. Das ist auch pfiffig. Na, was habt ihr für Ideen? Was würdest du machen? Nur so tun wie trinken. Das ist gut. Du? Nur so tun wie trinken und sagen, das kannst du dir selber trinken. Genau. Und du? Sie mit Geld bestechen. Sie mit Geld bestechen, wow. So, ihr beiden noch. Trinken. Sagen, da ist etwas und dann schnell wegklären. Und wie soll ich zum Haus kommen? Fragt Majella. Ich trage dich, sagt Mathis. Vorsichtig hilft er Majella hoch. Dann nimmt er sie huckepack. Ein paar Mal setzt er Majella ab, um zu verschnaufen. Und jedes Mal, wenn er sie wieder hochnimmt, kommt es ihm vor, als sei Majella noch schwerer geworden. Der Wind wird stärker und raschelt durchs Gebüsch. Mathis beißt die Zähne zusammen und geht weiter. Er fürchtet sich kein bisschen. Er hat jetzt was anderes zu tun. Endlich sehen sie das Haus im Schein der Taschenlampe. Vor Freude klopft Majella Mathis auf den Kopf. Mathis ächzt. Aber er ist auch erleichtert. So, bitteschön. Danke. Hier. Wie viele sind Sie denn? Guck mal, dass wir genügend Tische stehen. Bekomme ich auch noch ein Autogramm von dir? Ja, klar, gerne. So, wie heißt du? David. Für David. So, bitte. Danke, war wirklich eine tolle Lesung. Aber jetzt will ich auch noch eine Lesung für ein bisschen ältere Kinder sehen.
Hola, darf ich etwas fragen? Ja, gern. Ich war jetzt gerade bei der Vorlesung von der Petra und ich tat mich fragen, ob es da auch eine Vorlesung für ein bisschen ältere Kinder gab. Ja, logisch, dann bist du genau richtig jetzt. In 10 Minuten fängt die nächste Lesung an. Perfekt. Genau, schau, das war das Buch, Die Seuss von Simon van der Geest. Der Simon van der Geest ist einer der wichtigsten Autoren aus den Niederlanden, die es zur Zeit aus den Niederlanden? Ist er von den Niederlanden bis daher geflogen? Bis daher geflogen, genau. Düsseus ist eines seiner tollsten Bücher. Schau mal, das ist in Versform geschrieben. Ah, boah, das ist cool. Genau. Und das sind praktisch die Abenteuer des Odysseus in der heutigen Zeit. Hanna ist schon mal gehört von Sam, das ist ja genau. So eine griechische Mythologie. Ja, gell? Genau. Und in dem Buch ist der griechische Held Odysseus namens Dissi. Und möchte halt auch mal gern der Held in einer Geschichte sein und seine Freunde vor allerhand Gefahren bewahren. Aber das sind jetzt aber nicht mehr alles Bücher für Kinder, weil du Bloody Weekend hast jetzt schon kein Kinderbuch mehr. Nein, das sind keine Kinderbücher mehr. Wir haben in der Buchausstellung nicht nur Bilderbücher und Kinderbücher, sondern auch ganz viele tolle Bücher für Jugendliche, die heißt siehst du da. Ja. Und natürlich auch Bücher für Erwachsene. Du, jetzt war ich fast gier mir, oder? Schon verpasst ich es noch. Genau. Danke dir. Viel Spaß. Danke. Bitte. Bitte. Ein Auge. Unterwegs stießen wir auf eine Scheune. Das Tor stand auf, Sperrangel weit, Heuballen lagen verstreut, wir rein uns gefreut und abgehangen, bis Geräusche zu uns drangen. Flugs duckten wir uns ins Heu. Ein Schaf, meh, und noch eins, meh, und noch eins, meh. Und dann erscheint im offenen Tor der Bauer. 4 Meter groß, ein Ungeheuer. Mit einem Auge mitten im Kopf. Wir alle war wie betäubt. Er stand nur da und äugte stumm. Dann krachte 3 Ballen weiter, ein Furz. Jeffrey, das Auge sah ihn, griff ihn kurz und fraß ihn auf. Ich schwöre es, verschlang ihn glatt mit Haut und Haar, schob dann schnell das Tor ins Schloss, drehte sich um und wartete. Ich schnaubte und dachte, jetzt oder nie, und streckte den Kopf aus dem Heu. Ha! Rief der Bauer. Du, wie heißt du? Er starrte und starrte mit seinem Auge, fast als ob er durch mich hindurch sah. Mit bebender Stimme sagte ich, Sie nennen mich niemand. Er guckte und guckte, tat sonst aber nichts. Er sagte nur, niemand, ja? Du traust dich immerhin. Niemand fresse ich als Letzten. Ich schluckte. Bitte? Hola, kann ich denke, ein paar Fragen stellen zu dem Buch? Ist das nicht so? Hat er recht coole Abenteuer erlebt, oder? Ja, also mir hat es voll gefallen. Hat euch der Autor gefallen? Eigentlich schon, überhaupt der Charakter und was er halt für Bücher halt auch geschrieben hat. Ja. Was gibt man bei den Charakteren so besonders für bei Odysseus? Er ist eigentlich nicht so cool, aber er versucht halt der Beste zu sein und halt mutig zu sein und ja. So, jetzt schau, ob ich noch einen Simon finde. Na, der ist schon weg. Wo ist er? Da hinten bei den Autos. Halt! Simon! Ich möchte dir noch ein paar Fragen stellen zu deinem Buch. Bist du jetzt unterwegs nach Holland? Ja. Bist du jetzt fahren? Ja. Glaubst du, du hast noch Zeit, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Ja, das geht. Ja, danke. Gerne. Super. Dann könnte ich dir auch noch ein paar Fragen stellen über das Buch. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, wie kommst du auf die Ideen? Weil ich weiß selbst, wenn ich zum Beispiel für die Schule eine Geschichte schreiben muss, mir fällt einfach nichts ein. Wie schaffst du das? Ja, man muss immer die Augen und die Ohren aufhalten, weil man wisst nie, wann eine gute Idee kommt. Also ich habe immer mein Heft mit mir und wenn ich etwas sehe oder höre oder lese, dann denke ich, oh, das kann ich vielleicht brauchen für eine Geschichte. Und dann
es muss etwas Spannendes sein und das ist, also ich denke, ja, das wird eine gute Geschichte. In deinem Buch ist ja der Odysseus praktisch der Held der Geschichte. Aha. Und fühlst du dich auch so? Bist du der Odysseus, so ein Held wie der Odysseus? Nein. Was sagst du? Nein, ich war gar kein Held. Nein, ich traute nicht so viel. Nein. Ja. Aber ein bisschen gleich wie Odysseus. Am Anfang ist er auch kein Held und er versteckt sich auf dem Klo. Aber ich habe versucht, in das Buch der Odysseus ein bisschen mehr und mehr ein Held zu machen, dass er sich mehr und mehr traut. Und der Hund hier, sieht man ihn nochmal. Hattest du auch so einen Hund? Nein, wir hatten keinen Hund. Und ich hatte ein bisschen Angst für Hunde. Ich habe auch Angst vor Hunde. Ja? Ja. Kannst du mir noch einmal vorlesen, weil das fand ich wirklich gut, dieses Stück. An einem schwarzen, haarigen Tag kam dann dieser Hund. Und ja, jetzt mit einem Hund im Haus. Hundehütte, Hundekorb, Hundeposter und Tapeten, Hundekekse, Hundelieder, Hundebälle, Hundebücher, Hundestöckchen, Hundebonbons, Hundeküchen, Hundesendung sowieso, Hundeschals, Hundeschleifen, Hundejacken, Hundemützen, Hundehaufen, Hundepfützen, samstags der Hundefriseur, sonntags zur Hundekirche und überall hart dieser Hund. Ja, mit dem lustigen Hundegedicht verabschiede ich mich von Enk. Danke dir, Simon, dir gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Bleib dabei.